So, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Ich bin der Axel, hier stampft irgendwo die Serana rum. Da oben. Entschuldigung, Mädel, ich hab dir gerade auf den Schritt geguckt. Muss ja nicht sein, oder? Und ich suche hier immer noch den Gesichtsformer. Der müsste sich ja, falls wenn, hier unten im Rattenweg befinden. Bloß, er wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Verschiedenes. Finden den Gesichtsformer auf der Karte markieren. Was? Ne, warte mal, das war ja die falsche Quest, oder? So. Finde den Gesichtsformer. In Riftern. Ich bin doch hier in Riftern. Nee, das kann hier jetzt gerade gar nicht stimmen. Der muss sich hier im... Was liegst du denn hier rum? Keine Ahnung. Der muss sich doch hier im Rattenweg befinden. Oh, das sieht so schön aus mit dieser K2 High Texture Pack. Jetzt nehmen wir hier die Abkürzung über die Brücke. Die mussten wir auch erst freischalten. Hier liegt wohl eine Trommel rum. Braucht auch keine Sau. Was ist das denn hier? Eisenstreitaxt. Möchte jemand eine Eisenstreitaxt haben? Gibt's ja gar nicht. Wo bin ich denn hier? Hallo. Der schöne Serana. Gut, dass du da wieder reinrennst, weißt du? Ah. Mädel. Nordmed. Braucht keine Sau, Nordmed. Eine Bärenfalle. Das ist die echt in zwei... Oh. Mensch. Serana, komm, stell dich doch mal dahin und schieß das Ding ab. Wissen du? Da ist sie. Was haben wir denn hier? Schlafstätte. Schöne Spinnenweben. Holzschale, liegt da was drin? Nö. Nix. Aber ich suche ja auch eigentlich hier einen Gesichtsformer. Den muss ich hier nur mal kurz aktivieren. Damit hier diese Grütze endet. Damit ich mein Quest-Tagebuch, wer ist das? Säubern kann. Die zersplitterte Flasche. Na, das hört sich doch gut an. Hier, ab in die Kneipe, Jungs. Und Mädels. Nee, lädt das jetzt wieder so ewig? Doch, muss doch nicht sein. Sehr schön. Da sind wir. Ich nehme erstmal einen Schluck Gedächtnisbräu. So. Mein kleines Problemchen ist, mein Wireless Headset hat ein kleines bisschen den Geist aufgegeben. Deswegen habe ich mal... Nee, will ich nicht haben. Das Kabel angeschlossen. Das heißt, ich kann mich hier nicht mehr halb liegend fortbewegen. Wer bist du denn? Wenn ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. Sucht, du, jetzt bin ich mal gespannt. Waffen? Elfenpfeile. Willst du mich verarschen oder was? Nochmal Elfen... Ah ne, das heißt Eisenpfeil. Elfenpfeil mit 16. Alter, ich nehme nichts unter 20. Bup, 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 bup. 18. Na gut. Vulkanklass. Zweihänder. Wenn wir den eigentlich... Ja, Zweihänder will ich nicht. Streitkeul minus 51. Wenn wir den aufbauen, dann kommt der ja trotzdem nicht ran an uns. Nein. Oder was war denn bei... Ja, ist ja okay. Was hatten wir bei Sonstiges? Was habt ihr zu verkaufen? Ja, das wollte ich doch gerade. Werft einen Blick darauf. Eisenbahn, Lederstreifen, Orikalkumbarren. Egal. So, was habe ich denn für den? Dietriche würde er kaufen. Helm der alten Götter. Ich sammle ja... Ah. Ich sammle ja so einen Scheiß.
Panzerhandschuhe der alten Götter. So, alles, was man irgendwie so in Dingens findet. Da hier. Ja, das sind besondere Pfeile. Also ich denke jetzt hier nur wegen Schaden 16. Nee, das sind besondere Pfeile. Das kann ich verkaufen. Bleib ich in Ruhe. Was ist hier also gut? Also gut. Nehme ich mit. Alles mitnehmen, alles klauen. Ich bin hier der Chefmensch. So. Was? Heuler. Warum heißt du Heuler? Also die Frage habe ich denen schon so tausendmal geschickt. Wechsmittel. Warte. Langweilt ihr euch? Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm gibt es etwas zu und sagen wir persönlicher zu. Ja, das hier bitte. Wenn ein Kunde uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson. Ihr seid echt. Ah, ihr seid echt sehr hinterhältig. Meint ihr, ich nehme das einfach mal an, aus dem folgenden Grund. Was ist denn? Gut. Die Denunzion. Silberne Juwelen hinzugefügt. Silberne Juwelenhalskette gestohlen aus dem Hause Clankampfgeborene in Weißlauf. Ah ja, warte mal. So, Kippchen angemacht. Hier gab es irgendwo noch eine Trophäensammlung. Die müsste ich eigentlich auch mal übelst aufstocken. Ich habe nur keinen Plan, wo die ist. Mädel, kannst du mir noch irgendwas sagen? Willkommen in unserer netten kleinen Familie. Ich bin ja. Ihr könntet mit Delvin oder Vex sprechen, wenn ihr trainieren möchtet, ist das hier unten auch möglich. Mit der könnte ich hier Delvin, die Krone von Brezian loswerden. Ah, guck mal einer an. Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer abgeschlossen. Nicht immer den feinsten Grad. Wovon rede ich? Muss Gesichtsformer sein, von dem ich gehört habe. Das da. Einst übte ich meine Kunst in den Salons und Gutshäusern in den nobelsten Kreisen Tamriels aus. Heutzutage entstammt meine Kundschaft ausschließlich dem Abschaum Himmelsrands. Aber das macht nichts. Da hast du recht, die da hast du recht. Die Künstler werden niemals zu ihren Lebzeiten erkannt. Ihr seid also als Kunde hier. Soll ja, ich möchte mein Aussehen von 1000. Hier erstmal hinterher nachfragen. Ich war nicht immer eine verlumpte Bettlerin. Ich habe meine Kunst von den Meistern des Fleischformens gelernt. Ich habe an der Fakultät der Chirurgen in Wolkenruh gelernt. Aha. 3 Jahre lang wandelte ich unter den hohlgesichtigen Männern von Nohutogra. Der Adel des Reiches und des Bundes zählt zu meinen Kunden. Und doch bin ich so tief gesunken, dass ich mich vor einem Wanderer in den Abwässern der hinterletzten Provinz rechtfertigen muss. Das ist ja schlecht für dich. Ja, ich hatte so ein paar blaue Flecke drin. Und Sommersprossen könntest du nicht wegmachen. Wenn ihr es wünscht. Ich übe meine Kunst aber nicht umsonst aus. Ich bezweifle, dass ihr euch meine Dienste leisten könnt. Bist du bescheuert oder was? Ich bin Erzmagier. Ich bin der Chef der dunklen Bruderschaft. Ich bin der Chef der Diebesgilde. Ich bin, was weiß ich, bin nicht noch alles. Ich bin das Drachenblut. Nun gut, sagt mir nur, was ihr wünscht. Weder das Schöne noch das widerlich Entstellte liegt jenseits meiner Fähigkeiten. Errungenschaft, ein neues Ich. Na, das ist ja super. Was nehmen wir denn? Körper? Vorgaben. Passiert hier irgendwas?
Zur Voreinstellung wechseln und deine Änderung verwerfen. Hä? Oh. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt irgendwas anderes? Volkrot war Drohne. Hautfarbe? Ja, ich war doch in der ganzen Zeit Rotwardrohne. Wie habe ich denn vorher ausgesehen? So nicht. Hautfarbe. So. Gewicht. Ja komm, ich bin stämmig, also ist er es auch. Kopf, Gesichtsfarbe. Ändere das hier mal. Los hier. Da ist ja nicht viel zu verändern. Augen. Braue. Jetzt kann man den ganzen Scheiß hier nochmal machen, was man ganz am Anfang mal gemacht hat. Ach hier, er fertig. Fertig? Okay. Sehr schön. Neues Ich freigeschaltet. Sirana hat auch keinen Bock mehr. Kann ich mich jetzt irgendwie. Warte mal. Schwupp. Warum habe ich denn keinen Helm mehr auf? Das muss ich ja gleich mal ändern hier. So, Bekleidung. Drachenschuppenhelm legendär. Ah, wie heißt denn der Schauspieler? Das erinnert mich ja irgendwie an einen Schauspieler hier. Ach, egal. Schieß mich tot. So, haben wir das auch abgeschlossen? Haben wir jetzt noch irgendwas hier? Denunzion, dunkle Bruderschaft, Bilanzschwächung, Verbrecherjagd. Verschiedenes. Ich wollte mir immer noch Avak Schädel im Seelengrab besorgen. Ich bin am überlegen, ob ich dieses mache. Obwohl ich ja vor ein paar Runden, vor zwei Runden, drei Runden, zwei Runden, das hier schon angefangen habe. Pass auf, ich nehme mal das hier. Auf der Karte anzeigen. Das ist das gleiche. Du kannst diesen Ort, du kannst, ach so. Ich muss erstmal rausgehen hier. Wo war denn hier der schnellste Weg raus, verdammte Grütze? Da lang und da links und da rechts. Und schon kommen wir am Grab raus. Den Geheimgang, den ich eigentlich vorhin gesucht habe. Was heißt vorhin? In der letzten Folge habe ich den Geheimgang hier gesucht. Und bin dann doch unten gelandet irgendwo. So. War das hier, wo die Pokale stehen? Ja, guck mal. Komm, wir gucken uns mal die Pokale an. Ist noch nicht viel, deswegen. Ist hier ein bisschen Bienenstatue. Juwelenbesetzter Kerzenhalter. Honigbräukaraffe. Linkes Auge der Falmer. Und was ist das hier? Verziertes Trinkhorn. Naja. Kann ich mit irgendjemandem sprechen? Was ist das hier? Papierrolle? Geschäftsbücher aktivieren. Da kann ich die fälschen, will ich auch nicht machen. Ich bin ja hier zu Hause sozusagen. Außerdem habe ich keinen Auftrag dafür. So. Einen epischen La. Oh, das ging aber mal schnell. Falls jemand fragt, hier ist die Kette. Da. Sehr schön. Sirana, du kommst auch mit, junge Dame. Und hier haben wir einen Schrein von Talos. Kleine Empfehlung, wenn ihr irgendwann mal Vampir geworden seid, reist so schnell wie möglich hierher. Ihr habt 3 Ingame-Tage Zeit, um euch hier anzuklicken. Schrein von Talos. Und dann seid ihr kein Vampir mehr. Bergblumen nehmen wir mit. Und das war jetzt, warte mal, Verschiedenes. Finde ein Exemplar auf der Karte markieren. Von hier aus müsste ich ja wirklich schnell reisen können. Jawoll, ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Warte mal, ich guck mal auf mein Weckerchen. Solange der Ladebildschirm läuft, ist ja noch ganz okay. 4 Minuten habe ich Zeit, dann sind 19 Minuten um. Oh, guck mal da. Ist hier irgendjemand? Klack, die machen wir erstmal zu. Och, das ging ja schnell hier. Novize.
Chroniken von Nikulev. Das nehmen wir noch mit. Ewige Mana. Der Uran-Schmiedekunst. Nehme ich auch mal mit. Kann ich einquartieren. Klauen wir den gleich mal. Hätte ich ja gar keinen Lachs mehr. Was ist hier noch? Nethist, Smaragd, Gold, ein Gold. Hier muss irgendjemand. Nehmen wir auch noch mit. Die ganze Rubine, den ganzen Scheiß, den lasse ich mal liegen. Ich weiß gar nicht, wofür ich den habe. Diabella-Statue, ich weiß gar nicht. Können wir die verkaufen? Schön sieht's hier aus. Muss man ehrlich sagen. Das Ding da oben hat man entdeckt, da sind wir das letzte Mal hingekommen. So, das heißt. Dieses. Und auf der Karte anzeigen. Akademie von Winterfeste. Da reisen wir jetzt schnell mal hin. Ja, haben wir doch wieder eine Quest erledigt. Nehmen wir uns gleich wieder die nächste Quest an. Das ist bestimmt hier so eine Ewig-Quest. Da kannst du über sämtliche Bücher. Es gibt ja tausende von Büchern hier in diesem Spiel. Ich denke mal so, wir müssen am Ende wirklich alle finden. Oh, ich glaube, das wird keiner machen, oder? Ist das schon mal Laber nicht! Hat das irgendeiner schon mal geschafft, dass der Typ gesagt hat, ich habe keine Bücher, die ich mehr will? Oder sowas in die Richtung? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Weil es gibt ja echt wirklich tausende von Büchern. Da wir ja sämtlichen Schnickschnack würde er haben. So. Da nach oben. Darf ich euch mal hier mein Zimmer zeigen? Das ist mein Zimmer, das Zimmer des Erzmagiers. Eine Krabbe an der Wand. Bärenkopf. Schick, schick, schick. Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Na, ja, ich muss nach unten. Alles klar. So. Arcaneum. Und wieder ein Ladewitch. Oh, das ging aber schnell. Wieso geht denn das auf einmal so schnell? Fraps, nimmst du jetzt mal nicht auf? Na, dann muss ich das alles normal machen. Hello! Halt die Schnauze! Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Gut. Hier. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Ihr scheint noch in einem Stück zu sein. Und noch viel wichtiger... 36 Gold hinzugefügt. Danke. Sehr schön. Das hier muss ich wieder anklicken. Nein. Ja, gibt es tatsächlich. Sagt euch der Name Charidor etwas? Ein unglaublich mächtiger Zauberer aus der ersten Ära. Sein Wissen über die Magie haben bisher nur wenige erreicht. Er zog sich nach Labyrinthion zurück und widmete seine gesamte Zeit der Forschung und den Studien. Er schrieb mehr, als ihr es für möglich halten würdet. Seitdem wurden seine Schriften über ganz Himmelsrand zerstreut. Sie sind das war mir klar. Wenn man sie nicht übersetzen kann. Ich bin einer der wenigen, die diese Labyrinthion besitzen. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teile seines Werkes aufgetaucht sind. Wenn ihr sie finden könnt, könnte sich das für alle als nützlich erweisen. Charidor-Schriften. Es gibt noch mehr Bücher, zum die Beispiel und im Arcaneum untergebracht werden müssen. Also gut. So ist das jetzt wieder. Ich habe euch den Namen des letzten Autos von Brüder der Dunkelheit. Lasst euch nicht ganz umbringen. Was anderes mal. Ich dachte, wäre jetzt wieder hier Nerkulev. So, was haben wir denn? Die Denunzion. Die Treue der dunklen Bruderschaft. Kämpft wacker. Dunklen Bruderschaften, Himmel sei meine Aufgabe, steht darin, die Worte der heiligen Oberin, die Mutter der Nacht, zu lauschen, dem Befehl zu folgen und leisten. Ja, ja, ja. Verbrecher, bababab, verschiedenes. Wo ist denn hier? Ich habe doch. Ach hier, Charidors Erkenntnisse, Charidors Schriften. Das ist eine Hauptquest?
Wofür in der Schrift ist erstmal Yoshalid und das nächste Akmi übersetzen. Es steht nicht unter Verschiedenes, es steht unter dem hier. Das heißt, es könnte noch mal echt was passieren. Naja, liebe Leute, danke fürs Zusehen. So, ich gehe da mal raus. Tirana. Ach, die sitzt schon wieder. Ah, die faule Socke. So. Sehr schön machst du das. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen ruhigen Abend. Haut rein. Bis denne.